Hallo zusammen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Adam Art Ananda. Ich habe mehr wie 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung, habe mal für die Banken in Zürich gearbeitet und bin dann aber ausgestiegen, weil mein Körper meinte, das wird jetzt Zeit. Das passt nicht mehr zu meinem Leben. Ich bin 49 geworden damals und da hat sich in meinem Leben so ein bisschen was geändert. Wenn euch das interessiert, das kann ich euch später mal erzählen. Das hat es mit dem Chakrensystem zu tun, mit 7x7 Chakren. Ist aber jetzt nicht das Thema hier. Danach habe ich Ausbildung gemacht als Tantra-Masseur, habe Ausbildung in Energiearbeit gemacht beim Somananda in Kopenhagen. Die Tantra-Massage habe ich in Luzern in der Schweiz gelernt und bin dann nochmal irgendwann nach Berlin gekommen, um direkt von Andro die Tantra-Massage zu lernen. Andro ist derjenige, der die Tantra-Massage vor 45 Jahren nach Europa gebracht hat. Und der Mann hat halt viel Wissen gehabt über ganz speziell Chakrensystem und Energiearbeit und so weiter. Das kurz zu mir als Hintergrund. Ich möchte euch heute was über Sexualität erzählen, und zwar über den Weg der Sexualität, den ich bevorzugen würde, wenn ich die Chance hätte, wenn man mich rechtzeitig aufklären würde, was es denn für Möglichkeiten gibt, würde ich diesen Weg gehen. Und den möchte ich euch zeigen, den möchte ich euch ans Herz legen, und zwar tatsächlich ans Herz legen, weil man kann auf dem falschen Weg gehen, und wenn man diesen Weg geht, der fühlt sich nicht so gut an. Ich bin den falschen Weg gegangen, sagen wir nicht, ist nicht der falsche, aber einen anderen Weg gegangen, weil wir damals keine Aufklärung hatten von den Eltern. Oder wir haben damals die Bravo gelesen, ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt. Da hat der Dr. Sommer immer zu dem Thema geschrieben. Das war ganz interessant. Hat es da über Verhütung so aufgeklärt. Und was ich vermeiden möchte, ist, dass ihr über die Pornografie an die Sexualität kommt. Weil das, was da dargestellt wird, das hat nichts mit Liebe zu tun. Da geht es nur um Mechaniken, um Lust, das ist für mich nicht der richtige Weg. Was da in der Pornografie beschrieben wird, ist die Unterdrückung der Frau. Und das möchte ich auf jeden Fall euch einen anderen Weg aufzeigen. Gut. Ja. Der erste Rat ist: Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit mit der Sexualität oder in der Sexualität, während der Sexualität. Schafft euch Räume, zeitliche Räume. Macht es nicht auf die Schnelle irgendwo. Kreiert einen Raum, dekoriert zum Beispiel euren Raum mit wunderschönen Symbolen, wie zum Beispiel dieser Lungi hier. Den habe ich damals während der Tantra-Massage getragen. Der hängt jetzt bei mir als Deko, weil ansonsten hätte ich da so einen blöden weißen Hintergrund. Dekoriert euer Zimmer da, wo ihr die Sexualität ausüben wollt, wo ihr euch lieben wollt, wo ihr euch Liebe schenken wollt. Benutzt zum Beispiel sowas hier, Kerzenlicht. Eine Kerze hat eine tolle, tolle Wirkung auf den Raum. Kann auch eine Duftkerze sein. Wenn es toll riecht, dann werden die Sinne angeregt. Aber das Allerwichtigste ist Zeit. Und wo wir bei Zeit sind, da ist auch, da kommt mir spontan die Wahl der Verhütungsmethode. Verhüten ist, denke ich mal, solltet ihr eigentlich schon wissen, sinnvoll, wenn ihr nicht gerade in jungen Jahren mit einem Kinderwagen durch die Gegend schieben wollt. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Was ich zum Beispiel niemandem raten würde, sich hormonell basierte Medikamente zu geben, wie die Pille oder was gibt es denn da noch so? Weiß ich eigentlich gar nicht, weil das ist eigentlich nicht meine Richtung, wo ich die Leuten dazu raten möchte. Dann gibt es natürlich noch Kondome. Kondome schützen natürlich vor Krankheiten. Ich persönlich bevorzuge das auch nicht, weil das für mich wie so eine energetische Blockade,
wenn da so ein Gummi dazwischen ist. Da gibt es aber bessere Methoden, zum Beispiel das Pessar, das ist wie ein Kondom, die Frau oder das Mädchen einführt in ihre Yoni. Yoni ist der Begriff aus dem Sanskrit für die Vagina. Und um das gleich rund zu machen, Lingam wäre dann der Begriff für den männlichen Penis. Ich möchte, dass wir uns auf diese Begriffe einigen, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Also den Pessar, den steckt sich die Frau in die Yoni und dann wird der vor dem Muttermund platziert, sodass dass das Spermizid nicht in den Muttermund gelangen kann. Das kann ich befürworten, denke ich. Ich weiß nicht, wie das da hormonell aussieht. Da müsst ihr euch von euren Müttern mal beraten lassen oder von euren Lehrern. Da bin ich überfragt. Ich denke mal, dass das könnte sein, dass diese Flüssigkeit, die ihr dafür benutzt, um die Spermien abzutöten, dass die hormonell ist. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Informiert euch da bitte selber. Übrigens, ein kleiner Hinweis. Das kommt aus dem Buddhismus, habe ich von einem buddhistischen Mönch gelernt. Glaubt mir bitte kein einziges Wort. Damit meine ich, macht eure Erfahrung selber. Das heißt nicht, wenn ich eine Erfahrung mache, dass ihr dieselbe Erfahrung macht. Und hinterfragt alles. Ganz wichtig, heutzutage ist das Ganze wichtig, alles mal zu hinterfragen. Ist das wirklich so, wie er das da sagt? Also glaubt mir kein Wort. Kommen wir aber wieder zurück zu der Verhütungsmethode, die ich bevorzugen würde. Und zwar ist das die Zeitwahlmethode. Ihr wisst sicherlich, das habt ihr wahrscheinlich in Sexualkunde in der Schule schon gelernt. Und wenn nicht, da kann man nochmal für die Details könnt ihr euch im Internet schlau machen. Und zwar ist der Zyklus der Frau, der ist ungefähr gleichzusetzen mit der Mondphase. Das heißt, bei jedem Vollmond hat die Frau ihre Periode. Bitte korrigiert mich da. Ich weiß nicht ganz genau, wann das ist zum Vollmond. Und es ist auch nicht bei jeder Frau so. Und da müsst ihr euch wirklich damit mal beschäftigen mit dem Thema. Aber man kann anhand der Mondzyklen ab Vollmond oder aufgehender Mond, da kann man sich gut nachrichten. Ich kann das leider nicht genau sagen, weil das ist, also wann der richtige Zeitpunkt ist, wo man verhüten muss und wo man es nicht braucht. Also darauf kommt es eigentlich hinaus, dass man mehrere Tage in diesem Zyklus kann die Frau nicht schwanger werden. Und da braucht ihr euch auch nicht, da gibt's das, da, da, da braucht ihr auch keinen Schwangerschaftsschutz. Und dann gibt es ein paar Tage, das sind glaube ich 6 Tage vor dem Eisprung, da würde ich mit dem Geschlechtsverkehr warten, weil das ist eine gefährliche Zeit, weil die Spermien, die leben so lange bis zum Eisprung in der Yoni weiter oder können so lange leben, die Möglichkeit besteht und könnten dann die Eizelle befruchten. Also da wäre ich vorsichtig in diesen 6 Tagen vor dem Eisprung. Und ihr wisst ja eventuell schon, dass die Befruchtung stattfindet, wenn die Spermien den Weg finden durch den Muttermund zu dieser Eizelle. Die sitzen ja hier, das kann ich jetzt nicht zeigen, sitzen ja hier im Bauch die Eileiter und na, wie heißen denn die? Die Gebärmutter halt und da, wo die Eier befruchtet werden. Also da gehen die Spermien hin zu der Eizelle, dringen in dieses Ei ein und dann entsteht da ein neues Leben. Und das gilt es zu verhindern, wenn man eine Schwangerschaft verhindern möchte, gilt es halt zu verhindern, dass die Spermien zu dem Zeitpunkt des Eisprungs dort sind. Nach dem Eisprung, dann merkt ihr, dann habt ihr als Frau die Periode, dann blutet ihr höchstwahrscheinlich durch die Yoni. Da wird dann halt dieses Ei abtransportiert. Da ist zum Beispiel gar keine Gefahr, dass ihr schwanger werdet. Bitte korrigiert mich, wenn das jemand liest und dann zu der Zeit schwanger geworden ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil das Ei, das wandert ja ab und das ist dann halt nicht mehr, wenn das Ei abgewandert ist, dann ist da halt kein Ei mehr, was befruchtet werden kann. Ne? Also das ist so die Logik, die ich dahinter sehe. Da ist dann also gar keine Gefahr. Und dann halt so und so viele Tage danach. Es ist aber wichtig, dass die Frau sich, das Mädchen, dass du dich damit beschäftigst, mit deinem Zyklus, dass du genau weißt,
ob das immer zum selben Zeitpunkt ist. Da gibt es dann auch noch eine Fiebermessmethode. Da kannst du jeden Tag Fieber messen und dann an einem bestimmten Tag, da wo der Eisprung dann stattfindet, da ist, glaube ich, das Fieber höher, also das ist die Temperatur höher. Daran kannst du dann deinen Eisprung erkennen. Das ist dann im Umkehrschluss auch wichtig, wenn du schwanger werden möchtest, wenn ihr später Babys haben wollt, dann kann man mit dieser Methode auch genau rausfinden, wann denn das Ei fruchtbar ist, wann man dann zur Befruchtung übergehen kann. Ja, das ist die Methode, die ich euch rate. Dann braucht ihr keine weiteren Verhütungsmittel, keine irgendwelche hormonellen Dinge und so und dann bleibt ihr gesund. Ja, ich hatte mir noch was aufgeschrieben, was ich euch erzählen möchte und zwar, was ich euch noch zeigen kann, was ich euch lehren kann, wäre tantrische Sexualität und Energiearbeit. Mit Energiearbeit meine ich, dass wir unsere Energie, die bei der Sexualität entsteht, schon bei der Umarmung entsteht, die eigentlich ist die immer am Fließen, dieses Prana oder Chi, wie das genannt wird, das fließt eigentlich fließt es vom Wurzelchakra bis zum Kronenchakra, wenn ihr da die Energie so fließen lasst. Das ist dann der tantrische spirituelle Weg. Den kann ich euch erklären, das tue ich nicht jetzt. Wenn euch dieser Weg interessiert, stellt mir bitte gezielt Fragen dazu, dann kann ich darauf antworten. Und stellt mir bitte Fragen über die Sexualität, über was auch immer euch interessiert, könnt ihr mir Fragen stellen. Die könnt ihr hier in den Kommentaren, könnt ihr diese Fragen stellen. Ihr könnt mich aber auch direkt per E-Mail anschreiben. Ich werde das alles unten verlinken in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gezielt diese Fragen stellen und ich werde sie dann in den nächsten Videos beantworten. Das ist so, das habe ich mir gedacht, das wäre der Weg. Ich könnte euch so viel erzählen über die Sexualität, aber damit würde ich euch nur überfordern, weil es da so viel zu berichten gibt. Deshalb stellt mir bestimmte Fragen zu diesen Themen, was euch wirklich interessiert und ich mache dazu ein Video. Ja, das war es erstmal von mir heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Namaste. Und liebt euch. Macht euer Herz auf. Ciao.